Mit Civilization 6 ist Phyrexis ein famoses 4X-Strategiespiel gelungen, in dem wir unser eigenes Imperium aufbauen, durch Forschung, Religion, Kultur oder Krieg zur Nummer 1 werden und uns auch morgens früh um 3 noch denken, ach, eine Runde noch. Weil der 6. Serienteil einige brandneue Systeme einführt und weil sich Civilization 6 trotz seiner oberflächlichen Ähnlichkeit zum Vorgänger deutlich anders spielt, zeigen wir in diesem Video die wichtigsten Tipps für Umsteiger. Und auch Serienneulinge lernen was dabei. Los geht's! Die Barbaren sind zu Spielbeginn eine ernstzunehmende Bedrohung. Sie sind stark und aggressiv und wer sie ignoriert, der wird das bereuen. In der frühen Spielphase ist es also ratsam, ja fast schon Pflicht, ein wenig Militär zur Barbarenabwehr zu rekrutieren. Apropos Militär, der Bogenschütze ist mit Abstand die beste Kampfeinheit in der frühen Phase des Spiels, sowohl im Kampf gegen die Barbaren als auch gegen andere Zivs. Unbedingt mal ausprobieren. Aber Achtung, Serienkenner müssen sich beim Bewegen von Einheiten das neue Bewegungssystem angewöhnen. Manche Geländefelder, wie etwa Sümpfe oder Berge, benötigen mehr Bewegungspunkte, um sie zu passieren. In den Vorgängern reichte es aus, wenn eine Einheit einen Bewegungspunkt übrig hatte, um ein 2-Punkte-Geländefeld zu betreten und die Runde zu beenden. Es wurde also aufgerundet. In Civilization 6 ist Schluss damit. Steht eine Einheit mit einem verbleibenden Bewegungspunkt vor einem Berg, kann sie den in diesem Zug nicht mehr betreten. Für Einsteiger ist das kein Thema, Serienkenner müssen sich hier krass umgewöhnen. Kommen wir zum Städtebau und zur dramatischsten Neuerung in Civilization 6, den Distrikten. Diese auflevelbaren Bestandteile unserer Städte müssen, genauso wie die Weltwunder, auf einzelne Hexfelder im Umkreis unserer Städte platziert werden. Hier gibt es zwei Kniffe. Zum einen gibt es für Distrikte und Wunder oftmals bestimmte Voraussetzungen. Ein Militärbezirk darf etwa nicht ans Stadtzentrum angrenzen und Big Ben will beispielsweise an einem Fluss gebaut werden und er muss an einen Finanzdistrikt angrenzen, in dem eine Bank gebaut wurde. Zum anderen gibt es diverse Produktionsboni, wenn Distrikte an bestimmte Felder angrenzen. So profitieren Industriebezirke von angrenzenden Minen und Häfen von angrenzenden Seeressourcen. Das gilt auch für Farmen, die man aufgrund späterer Boni möglichst als ein solches Dreiergrüppchen anlegen sollte. Hier addiere man noch hinzu, dass hochgelevelte Distrikte plötzlich andere Städte im Umkreis buffen und schon wird das ganze neue Distriktsystem zu einer Art Puzzlespiel. Im gesamten Spielverlauf werden diese Systeme immer komplexer und ausgefuchster. Da lohnt es sich, schon früh die Kniffe der einzelnen Distrikte und interessanter Wunder zu erlernen. Nicht, dass man sich zu Spielbeginn bereits die perfekte Stadtplanung verbaut. Und weil die Anzahl von Distrikten begrenzt ist, müssen Städte im Spiel nun spezialisiert werden. Man kann nicht mehr überall alles bauen, sondern sollte sich anhand des umliegenden Geländes und der Lage einer Stadt im eigenen Imperium überlegen, ob sie Wissenschafts-, Wirtschafts-, Religions- oder Militärzentrum werden soll. Hierbei sollte man unbedingt den Buff-Radius aufgelevelter Distrikte bedenken. Bei diesen ganzen Überlegungen hilft übrigens die neue Markierfunktion ziemlich gut, die es im Vorgänger nicht gab. Mit der lassen sich potenzielle Stadtbauorte markieren oder zukünftige Distrikte besser planen. Bei den Handelsrouten sollte man nicht nur nach dem maximalen Ertrag gehen, sondern bedenken, dass die auch automatisch Straßen erzeugen. Im Zweifel ist eine strategisch nützliche Straße, etwa direkt vor die Haustür eines Gegners, für die eigene Expansion wichtiger als ein oder zwei Produktionspunkte mehr. Bei jedem freigeschalteten Fortschritt im neuen Kulturforschungsbaum sollte man gründlich über seine eingesetzten Politikkarten brüten und die gegebenenfalls durch andere ersetzen. Das neue Feature ist anders als die starren Ideologien im Vorgänger wunderbar flexibel und erlaubt es regelmäßig, die eigene Zivilisation passend zum aktuellen Spielstil fein zu tunen. Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Das waren bis jetzt einige sehr wichtige, aber leider auch recht trockene und abstrakte Tipps. Drum rate ich zuletzt jedem Spieler, ob Anfänger oder Veteran, zunächst ein paar schnelle Spiele zu spielen, mit kleinen Maps und hoher Spielgeschwindigkeit. Damit lernt man dann hautnah all die neuen Spielsysteme kennen und sammelt in einem Minimum an Zeit ein Maximum an Lernerfahrungen. Und das waren sie, unsere Um- und Einsteigertipps für Civilization 6. Du kannst die Schriftrolle jetzt wegwerfen, Perikles. Wir sind fertig.